Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute seht ihr nicht mich, sondern wir machen heute die Roomtour von unserem Babyzimmer. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und let's go! Ja, meine Lieben, ich stehe hier schon im Eingangsbereich, beziehungsweise habe ich ja hier noch so einen kleinen Flur. Aber den sieht man einfach zu wenig. Dementsprechend nehmen wir einfach das hier als Eingangsbereich, weil vorher befindet sich auch nichts hier in meinem Zimmer. Denn das Zimmer hier ist unser Babyzimmer und hier ist ja eigentlich so der Hauptteil, warum ihr diese Roomtour sehen wollt. Dementsprechend zeige ich euch jetzt einmal das Babyzimmer im Detail und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. In den Kleiderschrank können wir auch mal reingucken. Ganz kleinen Einblick hier. Genau so. Ein bisschen Chaos, weil man einfach zu viele Klamotten hat, aber das ist unser Kleiderschrank. Dann geht es weiter hier. Hier geht es ja in mein anderes Zimmer. Da mache ich jetzt kein Video drüber, weil euch das einfach nicht interessiert. Da steht einfach mein Bett drin und dann ist fertig. Genau, hier hinter haben wir unseren Burabu Dunky. Der steht hier so. Finde ich jetzt nicht so schlecht, dass er hier steht. Eigentlich steht er aber auch nicht hier. Er steht eigentlich unten bei uns, aber im Moment steht er hier, weil wir ihn auch gar nicht benutzen. Hier haben wir einen neuen Schildstuhl von IKEA. Den kennen bestimmt auch schon einige aus unseren Videos. Das ist so ein richtig gemütlicher Stuhl, finde ich. Also ich habe hier einfach so ein Fell draufgelegt von IKEA. Richtig schön weich ist das. Und einfach so ein rotes Kissen, um einen Kontrast zu haben. Weil es hier alles ziemlich weiß ist. Das Fell ist weiß, der Bezug ist weiß. Und ich finde, das ist ziemlich schick hier. Ich finde, das engt auch nicht ein. Ich finde, das passt perfekt. Auch mit dem Elefanten da. Das ist richtig, richtig schön. Dann gehen wir weiter. Hier befindet sich unser neuer Maxi-Cosi, beziehungsweise unser Cybex Cloud Q. Dazu kommt auch nochmal ein Video, wenn gewünscht. Einmal beim i könnt ihr eine Umfrage machen, ob ihr ein Video wollt oder nicht. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist einmal der Henry. Der sitzt hier in dem Burubu-Dunky-Sitz. Hier in der Ecke sitzt er immer. Dann kommen wir eigentlich in die Hauptecke von unserem Babyzimmer und auch eine der schönsten, denn das hier ist eigentlich unser Babyzimmer. Und hier habe ich auch die meiste Liebe in diese Ecke gesteckt. Genau, ich würde mal sagen, wir fangen hier beim Wickeltisch an. Es gibt schon ein Video über den Wickeltisch, aber ich mache gerne nochmal ein neues, weil es ist doch schon ziemlich alt jetzt. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht, sondern ein anderes Mal. Aber das hier ist auf jeden Fall unser Wickeltisch, der ist selber gemacht. Und ja, ich finde ihn ganz schick. Passt ja auch sehr gut rein. Die Ecke ist perfekt dafür gemacht. Genau, aber dazu gibt es halt wie gesagt noch ein Video. Hier haben wir einmal Sterne an der Wand, weil das Bett ja einmal auf dieser Seite stand. Kommen aber wahrscheinlich noch weg. Ich finde, das passt jetzt einfach nicht mehr. Aber ich finde es auch eigentlich ganz schön. Genau, dann halt wie gesagt der Wickeltisch. Wickelauflage, hier so ein schöner Elefant und hier noch ein kleines Spielzeug, um die Kinder zu unterhalten. Hier haben wir unsere schöne graue Wand mit weißen Wolken. Finde ich wunderschön. Und sie ist mir wirklich sehr gut gelungen. Da haben wir noch so eine kleine Lichterkette hier so. Die habe ich hier mit so kleinen Nägeln festgemacht. Die geht einmal so komplett hier rüber und endet da hinten. Finde ich, macht optisch einfach ein richtig, richtig was her. Sieht richtig gemütlich aus, finde ich. Und dann haben wir hier oben noch ein Mobile. Das ist aus Filz. Richtig schön, aber auch ziemlich groß. Aber ich finde auch, das passt hier sehr gut hin über den Wickeltisch. Haben wir einfach mit so einem Haken da oben festgemacht. Genau, dann haben wir hier natürlich unsere ganzen Fächer mit den ganzen Beauty-Sachen. Einen viel zu vollen Wäschekorb, tut mir leid. Und hier hängen immer die Sachen, die wir als nächstes anziehen. Das soll jetzt der Bennett dann bekommen. Deswegen hängt das hier schon. Da unten steht unsere Wickeltasche, die ist immer vollgepackt. Video dazu habe ich auch schon gemacht, dass man die einfach nur noch greifen muss und dann kann es losgehen. Die steht hier immer. Finde ich, macht optisch auch was her. Also ich finde, die sieht jetzt nicht so hässlich, sondern die sieht echt gut aus. Dann haben wir hinten noch ein Regal, das ist leer. Das ist einfach nur zur Abgrenzung hier. Genau. Dann kommen wir auch schon zum Fenster. Da haben wir so durchsichtige Vorhänge, die einfach nur zur Deko da sind. Da sind übrigens meine Eltern, die gerade schön im Garten arbeiten. genau, also durchsichtige Vorhänge, die einfach nur für das Auge da sind sozusagen. Aber wir haben natürlich auch noch eine Jalousie, die seht ihr hier, die kann man auch komplett schließen. Und dann ist es auch dunkel hier. Und da in der Ecke sitzt ein kleiner Bär, den haben wir mal von Felix bekommen. Und
Da an der Wand steht noch ein Vogelhaus, was immer noch an die Wand muss. Genau, hier hinten ist so meine kleine YouTube- bzw. Postecke. Diesen Hocker benutze ich immer für meine YouTube-Videos und das hier muss ich alles noch zur Post bringen. Das habe ich einfach immer hier hinten stehen, weil man sieht es von hier vorne gar nicht und irgendwo muss man das ja auch lagern. Genau, deswegen steht es immer da. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der tollsten Ecke, nämlich der Babybettecke, beziehungsweise der Platz, wo die Babys immer schlafen. Genau, das sieht so aus. Mein schönes Bettchen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Wand an. Die Wand finde ich durch die Balken ziemlich schön. Also man sieht einfach, ja, es sieht einfach richtig schön aus mit diesen Balken. Dann habe ich hier kleine Wolken gemalt. Und jedes Baby besitzt sozusagen eine Wolke. Das hier ist die Wolke von Mel. Hier ist ein Bild von Mel. Und hier ist auch ein M für Mel. So ein 3D-M. Genau. Da haben wir natürlich das gleiche nochmal für Benetton. Eine Wolke mit einem Bild und einem B. Bilder von unserem ersten Fotoshooting mit ihm. Und hier ist auch noch die kleine Melmaus. Und hier haben wir noch so kleine Elefanten. Genau, und das war auch schon die Wanddeko. Und dann ist es eigentlich nur das Bett hier, was hier steht. Und dann kommt die Tür schon wieder. Hier unten haben wir eine Kiste mit Sachen, die wir verkaufen. Einfach zum Platz sparen, passt ganz gut darunter. Und dann steht hier natürlich unser Babybett. Der Himmel ist selber gemacht von mir. Auch in so einem durchsichtigen Stoff, das war mir ganz wichtig. Hier so eine kleine Schleife. Und hier drin so drei kleine Männchen. So als kleines Mobile, weil ein großes Mobile ist einfach zu groß. Einmal der Theo. Dann der Benetton. In seiner schönen neuen Kleidung, die wir gestern gekauft haben. Und die Mel, halb nackidei. Und das Bettchen ist auch immer ganz schlicht. Wir haben jetzt hier einen Laken drin. Einfach nur ein Kuscheltier. Hier hängen die zwei Decken von den Babys. Und der Theo liegt auf einer Decke. Und so schlicht halten wir das auch immer. Und das ist so unser Babybett. Ja, meine Lieben, und dann war es auch schon. Das war unser Babyzimmer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eure Babys ein eigenes Zimmer haben. Wie habt ihr das gestaltet und warum habt ihr es so gestaltet? Habt ihr irgendwelche selbstgemachten Sachen oder kauft ihr alles? Ich bin immer so ein Mensch, ich mache ganz, ganz viel selber, weil mir das einfach auch richtig viel Spaß macht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!